Der fürchterliche Tomatenmann wird seine Rache bekommen. Jostute, Joreostis. Und damit herzlich willkommen. Ja, das war ein gutes Intro. Willkommen zurück zu Fortnite. Wir spielen Fortnite. Also viel Spaß bei Fortnite. Ich hör auf. Wir droppen einfach irgendwo. Komm, das ist. Ich möchte meiner Schmach entfliehen. Ich weiß nicht, warum ich den Punkt markiert habe. Ich habe nicht wirklich vor, da zu landen. Komm, den mache ich mal raus. Ich lasse mich einfach von meiner Intuition tragen. Wir gucken, wo uns das Leben hinführt. Ach ja, ich habe diesen Adler. Greift jetzt als ihr seht's ja selbst. Ganz schön cool, ne? Ich find's cool. Sagt mir, das cool ist. Schreibt's in die Kommentare jetzt. Esst euer Gemüse, Kinder. Ansonsten kommt der Tomatenmann und bringt euch um. Ich sollte Kinderlieder schreiben. Sind denn keine. Oh doch, hier ist eine Waffe. Sehr schön. Haben wir hier nochmal was? Alles klar, einfach ein episches, wie heißt's? Schweres Scharfschützengewehr. Sehr schön. Das Feuer will ich nicht anmachen. Gib mir den Schmotter hier. Glub, 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 glub. Sehr lecker. Den erstmal schön hinter die. Wie heißt es? Hinter die Binde kippen? Ist das richtig so oder ist das jetzt was Unanständiges? Egal. Wir machen auf jeden Fall das, was ich gerade gesagt habe. Und gucken mal, dass wir vielleicht ein paar andere Idioten erschießen können. Okay, der war. Da war ich der Idiot. Ein paar Idioten erschießen können. Ist halt immer ein bisschen schwierig, geradewegs auf den Sniper zuzulaufen. Das ist meist nicht allzu produktiv. Tut mir leid, das zu sagen, aber ist halt so. Hier ist Darth Vader am Start. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aua. Wir werden sterben. Darth Vader wird uns einfach in der ersten Runde umbringen. Wir haben uns zu nah in ihn genähert. Bitte lass mich in Ruhe. Nein! Lass mich in Frieden, ich kann nicht ran. Aua! Gott, was soll man dagegen machen? Komm schon. Nein. Mein Hochmut ist mein Fall. Bitte. Aua. Nein. Und da hinten sind noch mehr. Nein, 70. Weil Darth Vader so ein Arschloch ist. Wir starten direkt die nächste Runde. What the fuck war das denn, Alter? Auf geht's. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht mehr in meinem Leben brauche. Danke, das war sehr gruselig und ich würde sagen, ich weiß nicht genau, wo sich Darth Vader aufhält, aber oh, kann man das vielleicht sehen anhand von, wo das Ding da landet? Das fällt mir jetzt erst auf. Wir werden auf jeden Fall einen riesigen Bogen darum machen. Ja. Wie wär's denn mit hier? Einfach genau hier. Das scheint auch ein schönes Fleckchen zu sein, wo man nicht einfach direkt umgebracht wird. Los, Greifhängegleiter. Das ist so cool. Ich liebe ihn einfach. Wir sind aber auch ein paar anderen Kollegen in der Stadt. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen was außerhalb, damit wir nicht direkt sterben, wie wir das vielleicht gerade so erfahren haben. Yeah, Saufpakete nehme ich schon mal gerne. Blub, blub. Wie sieht's hier aus? Ui, eine Pistole. Damit können wir ja fast irgendjemanden sogar ein bisschen wehtun. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu außerhalb. Hier kriegen wir ja gar nichts Gutes. Kommen wir hier hoch? Nein. Ja, aber irgendwie wird das schon gehen. Warte mal. Man muss doch hier irgendwie hochkommen oder nicht? Oder was? Oder wie? Ich hab's gleich. Wirklich, ich verspreche es euch. So, warte mal. Hier, jetzt so. Und dann diesen hier. Und das nehme ich schon mal sehr gerne. Und das hier nehme ich schon mal sehr gerne. Und das hier nehme ich schon mal sehr... Also es gibt ein paar coole Waffen für uns hier. So, dann trinken wir den hier mal auf Ex. Schluck. Schneller! Okay. Gucken noch, was hier so für uns bereit ist. Was bringst denn du, du blauer Fisch? Anscheinend Schild. Hätte man mit rechnen können. Kondition ist bereits voll. Die Konditionsfische checke ich noch nicht ganz. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was die genau machen. Ich würde sagen, in unserem... Hey! Psst, in unserem tomatenroten Auto, beziehungsweise orangen, fahren wir einfach mal gen Zone. Ich höre Schüsse. Ich höre ganz nahe Schüsse, wo ich mich eigentlich gerne dran beteiligen würde. Guck mal einer an. Was ist denn da los? Hey, du da. Peng. Das war schon wieder sehr weird. Das nehme ich mal kurz an mich. Und das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Und dann ist hier, glaube ich, noch irgendwo einer am Leben. Ein Deadpool. War das ein Deadpool?
Ich habe keine Ahnung, der war so schnell tot. Hier ist auf jeden Fall Dr. Gung Ho und hat damit mit diesem lustigen Namen meinen Respekt verdient. Ich traure dir nach, Dong Quang Kuo. Ich habe deinen Namen vergessen, es tut mir leid. Das sollte nicht rassistisch klingen, auch wenn es gerade so tat. Klopf, klopf, ich will die Kiste. Ja, ich wollte die Kiste sogar mehr, als ich jemals gedacht hätte. Weil Sniper ist bei mir auf jeden Fall immer ein... Wortspiel. Sniper ist bei mir auf jeden Fall immer... Snipe da. Das war so grauenhaft. Bitte vergesst das wieder. Die wäre ich auch bereit, umzutauschen, weil sie ja doch so ein bisschen für weitere, aber nicht ganz so weite Distanzen ist. Und ich finde es immer relativ wichtig, dass man mit den Waffen alle Distanzen so ein bisschen abgefrühstückt hat. Guck mal, da ist, glaube ich, jemand, der Stress will, der uns noch nicht entdeckt hat. Warte, können wir den irgendwie ein bisschen erschrecken oder sowas? Das wäre lustig. Wo bist denn du rum? Wo ist er? Der sieht wahrscheinlich auch so. Ein Standardschnips! Ein Standardschnips, ich fasse es nicht! Einfach draufhalten. Irgendwann hat er kein Holz mehr. Scheiße, das war natürlich nicht allzu gut. Hey, aber es hat geklappt. Ich war nicht ganz überzeugt. Ach, er hat hier so ein Ding hingestellt. Deswegen war er so lange am Leben. Okay, alles klar. Das erklärt einiges. Aber hat ihn jetzt nicht vor dem Tod bewahrt. Im Gegenteil, es hilft uns tatsächlich ganz schön gut. Gib mir mehr davon. Was passiert hier jetzt genau? Was genau war das jetzt? Also hat da jetzt einer geschossen oder? Ja, okay. Das lassen wir uns jetzt einmal nicht beunruhigen. Da hinten schießt auf jeden Fall einer. Kriegen wir den von hier? Na, nicht ganz, aber er läuft schon mal strick auf uns zu, was wir schon durchgeplant haben, was ganz gut läuft. Scheiße, das war so verdammt knapp, ey. Komm schon, ein bisschen mehr anstrengen und dann haben wir's. Da hinten ist er. Ist er rum. Ja, haben wir. Sehr schön. Glamour 67. Ist das dein Geburtsjahr? Du bist verdammt alt, aber cool, dass du noch Fortnite spielst. Ich glaube nicht, dass es sein Geburtsjahr ist. Wolfi nehmen wir mit. Und fühlen uns wie ein König. 4 Kills. Das könnte nicht schöner sein. Dann schnüffeln doch mal an den Sachen da rum von dem Kollegen. Aber der scheint jetzt auch nichts Weltbewegendes gehabt zu haben. Weswegen ich sagen würde, wir suchen einfach mal weiter nach Gegnern und fetzen uns mit denen. Mir fällt gerade auf, wir spielen sehr aggressiv eigentlich die ganze Zeit. Wir sind immer auf der Suche nach Gegnern. Manche Leute verschanzen sich auch eigentlich nur so ein bisschen. Wir könnten auch mal überlegen, dass wir vielleicht an so einem Automaten unsere Waffen verbessern. Weil das wäre ja schon doch ganz schön cool, mit ein paar Goldwaffen einfach ein paar Leute niederzustrecken. Währenddessen gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, okay. Okay. Na, vielleicht finden wir so einen Automaten. Das wäre schon mal ganz cool. Ist das so einer? Nee, das ist nur einer, wo man Waffen kaufen kann, oder? Ich glaube. Aber mein Wolf macht mich gerade auch ziemlich nervös. Guten Grundes anscheinend, weil da hinten tatsächlich einer rumschlawinert. Dafür ist halt für die Distanz jetzt halt die Striker so gut, ne? Sehr schön, sehr, sehr schön. Wolfi, hast einen guten Job gemacht. Hast uns sehr gut alarmiert. Er ist einfach ein richtiger Hund, so, weißt du? Ah, by the way, er ist nicht tot, oder? Nein, da ist er noch. Ihm geht's gut. Und er ist wieder am Sachen zerfetzen. Was witterst du? Was witterst du, mein Freund? Warum machst du schon wieder Stress? Ich werde trotzdem mal ganz kurz gucken. Das ist... Nee, ist keine... Ist das eine Verbesserung? Wäre das eine Verbesserung von unserem... Nee, es ist einfach ein Ersatz. Wir haben die Waffe immer noch. Okay, das war für mich irgendwie relevant. Und schön, dass wir das jetzt abgefrühstückt haben. Was machst du da oben? Was machst du? Das ist keine echte Waffe. Was ist denn los bei dir? Ich bräuchte dich hier unten mal. Hier sind irgendwelche Leute am Schießen. Gott, ey. Was für ein dämlicher Hund. Aber tatsächlich würde ich gerne mal gucken, was da hinten abgeht. Weil das scheint relativ nah zu sein sogar. Ach, guck mal einer an. Warte, wenn du jetzt... Na, das war zu... Habe ich zu viel von mir erwartet. Aber wenn sie stehen bleibt, da unten ist auch jemand. Guck mal, und das weiß sie gar nicht, dass ich hier oben bin. Zack. Ja, so kann es gehen, wenn man keine Augen auf dem Rücken hat. Die hatte wohl Tomaten auf den Augen. Hey, yo. Okay, wir treffen nicht ganz. Warte, dann mache ich mal den hier. Kannst du bitte wieder kommen? Komm mal bitte hoch. Du, kommst ja mal bitte hoch, du. Dann kann ich dich erschießen. Ach, da hinten ist auch einer am Streiken. Oh, den haben wir sogar bekommen. Das ist echt mies. Warte, dann versuchen wir den hier mal gerade noch zu erwischen. Der Aim ist einfach vorhanden. Leute, was soll ich denn sagen? Ich bin Gott. Ich bin einfach Fortnite-Gott. Ich wurde quasi
Das liegt mir im Blut. Das liegt mir einfach im Blut. Das ist die Sache, ich würde jetzt eigentlich gerne in die Sonne laufen, aber das könnte ich viel beruhigter machen, wenn ich wüsste, dass hier keine Gegner mehr sind, die rumeiern. Es sind aber auch so viele Leute gerade da, oder? Das ist der Wahnsinn. Hier hinten bemerkt uns natürlich keiner. Der ist gestorben. Den könnten wir uns schnappen. Ja. Ist hier gerade irgendwer in der Nähe? Nee, ne? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Ja. 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 Spar 08. Es tut mir leid. Grüße gehen raus an dich. What the fuck? 9 Kills. Das ist ja unfassbar. So, da hinten sind immer noch Leute. Ist das einer? Nee, das ist einfach irgendwas, was sich bewegt. Okay. Aber wir farmen gerade einfach die Gegner so, ne? Moment, ich will mal ein bisschen... Oh, das nehme ich tatsächlich mit. Da will ich mal ein bisschen näher rangehen. Und hoffe, dass wir dadurch... nicht sterben. Gott, die machen aber wirklich Stress hier. Den kriegen wir. Der weiß nämlich gar nicht, wo wir sind. Der läuft einfach nämlich in unsere Richtung. Der kleine Schussel. Den holen wir uns. Macht er nochmal ein Kamehameha? Ne, er rennt einfach weg. Aber was macht er denn? Was hat er denn für crazy Sprünge drauf? Komm schon. Nee. So machen wir das nicht, Kollege. Kannst dir deinen Kamehameha sonst wohin stecken? So, und jetzt habe ich gemerkt, dass mich von hinten noch einer angreift. Da können wir uns auch mal gerade drum kümmern. Das wäre mir zum Beispiel, Das wäre mir zum Beispiel ganz gelegen, wenn der auch tot wäre. Wobei, jetzt sehe ich keinen. Habe ich hier gerade was gehört? Ja, hier habe ich was gehört, tatsächlich. Oh, er hat den coolen Skin. Den hätte ich auch gern, diesen Katzenmann. Apropos, 11 Kills haben wir gerade am Start. Wollte ich mal gerade so gesagt haben, ne? Nicht, dass das irgendwer gerade ignoriert hat oder so. Also, Zone. Hatte er vielleicht so eine Wolke dabei? Das wäre gerade sehr gut. Hat er nicht? Er hatte nur Kamehamehas? Gott. Der war so gar nicht zu gebrauchen, ja wirklich. Okay, ist da hinten noch ein Gegner? Habe ich da was gesehen? Bin mir unschlüssig. Könnte schon sein. Warum entkommen wir gerade der Zone so gut? Die macht gerade irgendwie gar keinen Stress. Aber wenn hier irgendwo ein Auto oder ein Schwein oder ein Wolf sein könnte, wäre das natürlich fantastisch. Können wir den Typen noch mitnehmen gerade? Warte mal ganz kurz, Kollege. Warte doch mal ganz kurz. Was habe ich denn gerade gesagt? Ups. Man muss halt auch treffen lernen, ne? Das gilt für mich und für sie. Aber gut, alles klar. War ihre Entscheidung. Ich hatte quasi ihr Einverständnis, sie zu töten. Komm, können wir uns gönnen. So. So ist ja nicht so, als ob uns gerade so eine tödliche Wand verfolgen würde oder sowas. Hauptsache, der Tomatenmann kriegt seine Rache. Ich glaube, das ist schon der Partname, oder? Ist ein bisschen nichts aussagend, aber gefällt mir. Wow, voll die vierte Wand durchbrochen. Egal, wir rennen weiter. Sehr schöne Sicherheit, sehr, sehr schön. Wobei sich das jetzt gerade nicht so nach Sicherheit anhört. Da ist schon wieder einer am Kamehameha an. Die Leute stehen drauf. Ich kann es verstehen, das ist ein gutes Gefühl, damit zu treffen. Ist schon wieder einer. Ich würde mich aber tatsächlich mal einfach so einmischen, ohne Kamehameha. Ich hoffe, das ist erlaubt, hier so mitzuspielen. Oh Gott, wir nähern uns von unten. Das ist nie gut. Da ist ein Kollege. Ah nee, das ist ein Wolf. Ich dachte gerade, das wäre ein Spieler. Da oben ist der Mann. Der Mann meiner Träume. Den ich so gerne tot sehen würde. Den Brynnik. Tut mir leid, Brynnik. Ah, Wolf. Oh, guck mal. Jetzt sind wir beste Freunde. Aber hier haben wir noch einen. Der hat ja auf irgendwen geschossen. Oder hat er den vielleicht schon umgebracht? Wir machen mal ein paar, wir rennen mal ein bisschen wirr im Kreis, damit wir, nicht direkt erschossen werden. Aber ich glaube, der ist hier nicht mehr. Okay, alles klar. Es sind noch 11 Spieler am Leben. 13 haben wir umgebracht. Wenn wir so weitermachen, dann könnten wir halt einfach den Rest umbringen. Dann wird's uns gut gehen. Da hinten ist so eine Kapsel am rumfliegen. Da könnten vielleicht Leute hinkommen wollen. Aber ich glaube, jetzt ist es Zeit, ein bisschen vorsichtiger zu spielen, tatsächlich. Und das nehme ich mir auch zu Herzen. Beziehungsweise da hinten ist jemand, da würde ich schon gerne hin. Solange uns keiner verfolgt. Eigentlich ist es sehr eklig, ein bisschen so zu sehr in die Zone zu gehen. Das kann mal ganz schlecht enden, tatsächlich. Aber 3 Schüsse? Da sind sich 3 Leute am Bekriegen. Ist ja der Wahnsinn. Wo sind die denn? Na, wo sind sie denn? Mittlerweile sind wir auch einfach durch die Zone einmal durchgelaufen. Da oben ist einer. Guck mal einer an. So. Ich würde mich wirklich gerne einmischen. Wo sind sie jetzt? Hinter der Düne, alles klar. Schweinemann. Scheiße, ein bisschen verkalkuliert. Jetzt hat ihr uns aber sowas von bemerkt, ne? Oder? Nee, eigentlich nicht. Irgendwie nicht. Okay.
Okay, ist sie die Einzige, die überlebt hat von all dem? Wir nähern uns mal, auch wenn das vielleicht eine doofe Idee ist. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall im Fokus von ihr. Wir gucken mal ein bisschen, dass wir den Highground kriegen, auch wenn das... Das hat der eine auch schon versucht anscheinend. Hä, wo ist sie denn jetzt? Sie ist einfach hier runtergerutscht oder was? Guck mal. Ja, komm schon. Hauptsache irgendwen treffen. Das ist das Ziel. Reinlaufen und... Schrotfinti! Scheiße, Schrotfinti! Ich bin hier, auf der Seite. Scheiße. Wir haben aber zum Teil wirklich Glück, ey. Drei Leute sind noch am Leben. Alter, was für eine geile Runde. Okay, wir nehmen uns die hier auf jeden Fall mal. Aber ansonsten ist, glaube ich, nicht allzu viel Auswechselbedarf. Wir sind am Rand der... Vom Rand der Zone. Das gefällt mir. Das gefällt mir, wie es gerade läuft. Es würde mir sogar noch mehr gefallen, wenn ich wüsste, dass mein Wolf genug zu essen hat und dass ich noch länger mit ihm rumlaufen kann. Deswegen gönnen wir uns einfach mal das Schwein. Auch wenn wir uns dabei damit auf uns aufmerksam machen. Aber auf dem Wolf rumzurennen, ist mir das einfach gerade tatsächlich wert. Oh, Leute, ey. Jetzt wird's aber mächtig spannend, du. Da oben ist einer... Achso, nee, das ist keiner am Rumfliegen. Das ist so ein Paket. Ja, da ist noch ein Schwein. Das holen wir uns, glaube ich, auch einfach mal. Ich weiß nicht, der Wolf ist ein... Das ist ein wichtiger Bestandteil vom Team hier auf jeden Fall. Den möchte ich nicht missen. Ist eine relativ große Stage dafür, dass nur noch so wenig Leute am Leben sind, ne? Das ist man eigentlich auch nicht gewohnt. Wobei, sie wird ja jetzt auch immer kleiner und kleiner tatsächlich. Man könnte meinen, auf der großen Fläche hier könnte man die Leute gut sehen. Da oben ist aber keiner drin, oder? Das wäre ganz schön dumm. Weil... Oh wow, das hat ja so lange gedauert, bis da einfach unser Schuss ankommt. Da oben ist einer! Ich fass es nicht. Den können wir doch runterschießen, oder? Ja, so fällt er runter. Aber er hatte so eine Wolke. Naja, gut, okay, alles klar. Aber was für ein Move, sich einfach super hoch zu bauen. Naja, alles klar. Wollen wir direkt mit dem Stress anfangen? Okay, anscheinend nicht. Was hat denn da so viel... Oh nein, wir werden gekamihamihart. Boah, gerade so versteckt, ey. Wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Vielleicht kann uns unser Wolf ein bisschen beschützen. Den hier nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Scheiße, wir haben uns zu sehr auf den einen konzentriert da, auf den einen Typen. Ist er schon da? Nee, ne? Ich kann mich noch heilen. Jetzt wäre es mir ganz lieb, wenn die sich mal bekämpfen würden. Boah, scheiße, Alter. Von der Distanz an. Die und die, scheiß Kamehameha's, ich komme nicht drüber hinweg. Einfach fliehen, einfach fliehen. Ja. Nee, nicht mit mir. Ich möchte mich gern weiter heilen. Ich möchte weiterleben. Nein! Oh Gott, Alter, oh Gott. So, Heilung ist vorhanden. Ich glaube, viel mehr lässt er uns nicht heilen, ne? Auf der anderen Seite ist der andere. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Kann ich mich nochmal heilen? Ja, sehr gut. Oh Gott, ey, was für eine Todes... Können die bitte gegenseitig auf sich drauf gehen? Ich möchte hier eigentlich mal in Ruhe mein Leben führen. Oh Gott, ey. Oh Gott, und noch einer. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, kämpfen. Alter, wir sind hier genau im Kreuzfeuer. Nein, bitte, das ist doch scheiße. Normaler Schnips, ich fass es nicht. Ich verpiss mich einfach. Warum müssen wir auch in der Mitte von der Zone sein, ey? Bitte lass mich in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ah, der ging ja nicht an uns. Okay. Wir heilen uns nochmal ein bisschen. Alter, was für eine Scheiße, ey. Was für eine miese Situation. Aber ich glaube, jetzt sind wir relativ sicher. Für den Moment auf jeden Fall. Haben eine ganz gute Position. Wenn die beiden sich bekämpfen würden und wir dann den letzten auch ausschalten können, das wär's halt, ne? Oh, warte mal, es lebt nur noch einer? Seit wann ist das denn der Fall? Und er weiß nicht, wo wir sind. Das ist gut. Scheiße. Ist er immer noch da am Rumlaufen eigentlich? Ja, ist er. Oh Gott, da kommt er. Aber der trifft mich nicht. Der trifft nicht. Er hat getroffen. Scheiße. Ich konnte gerade nicht rennen irgendwie. Ah, zweiter Platz. Das hatten wir aber, glaube ich, so auch noch nicht. Oder? Kann schon sein. Autsch, das tut mir echt ein bisschen im Herzen weh. Das hätte nicht sein müssen. Egal, war auf jeden Fall eine super spannende Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar und ein Like da. Vielleicht abonniert ihr auch sogar. Das wäre super schön. Ich würde mich auf jeden Fall krass freuen. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde Fortnite. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Wow.